Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute schauen wir uns das Shallow Reef an, nach längerer Zeit mal wieder. Es ist einiges passiert, ihr habt es ja hier und da auch schon mitgekriegt, Dinos etc. pp. Wie bin ich vorgegangen, was hat sich sonst noch getan? Es ist neue Technik eingezogen, beziehungsweise es hat sich was an der Technik verändert. Wir haben eine neue Wasseranalysenmethode, die von ATI, die ICP Ultimate MS, MS Ultimate, so rum war es, und. Also es gibt einiges, was diese Folge hier durchgeht und worauf ich eingehen möchte. Und ja, vielleicht machen wir zwei Teile draus, könnte vielleicht was länger werden oder wir lassen es am Stück. Schauen wir mal. Also legen wir direkt los. Ja, tatsächlich kann ich berichten und mit Freude berichten, dass ich das Thema Dinos ja bei mir zu 99% erledigt hat. Ich habe viele Sachen ausprobiert und wir haben ja auch im entsprechenden Video, was ich euch mal kurz oben mit einblenden kann, da bin ich etwas näher darauf eingegangen, bin ich ja hingegangen und habe euch erzählt, welche Sachen ich im Vorfeld probiert habe. Ich habe das Licht runtergedreht, ich habe die Lichtfarbe verändert. Das hat schon mal ein bisschen was gebracht. Die entsprechenden Nährstoffe angepasst, geschaut, dass ich meine Wasserwerte da habe, wo ich hin soll und. Tatsächlich ist es so, dass die Maßnahmen alle nicht so viel gebracht haben. Und im Endeffekt habe ich dann so nach 3 bis 4 Wochen rumprobieren, wo ich dann gedacht habe, ja, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Bin ich dann hingegangen und habe dann noch mal mit dem Oliver Pritzel gesprochen und habe dann gesagt, so und so, das und das habe ich gemacht. Sagt er, ja, okay. Es gibt eine Methode, die im Endeffekt sehr radikal ist, aber bei einigen Kunden bei ihm schon geholfen hat. So, und da sind wir halt dann hingegangen und haben das Becken vorbereitet in der Form, dass ich hingegangen bin, habe Nutriton C mit dosiert, um, ich sag mal, die Bakterien mit anzuregen. Stickstoff wurde ein kleines bisschen erhöht, Phosphat wurde etwas dazugegeben, so damit wir eine gewisse Grundlage haben für einen Bakterienstamm, um dann anschließend das Becken tatsächlich drei Dunkelphasen hier komplett zu verdunkeln. Also ich bin hingegangen, habe mir schwarze Folie gekauft und habe dieses Becken komplett einfoliert, so dass kein Licht mehr reinkommt. Und das schauen wir uns jetzt mal eben kurz an. We'll be right back.
Sinn und Zweck der ganzen Sache war, dass im Prinzip die Dinos, die wir da drin haben, das habe ich ja im Prinzip gemerkt, dass die auf Licht reagiert haben. Da gibt es ja verschiedene Stämme. Ja, also gibt es Stämme, die ernähren sich nur von Licht. Und dann gibt es aber auch Stämme, die können autotroph, heterotroph, die können sich dann auch aktiv von Bakterien ernähren. So, da meine Stämme aber auf das Licht reagiert haben, also auf die Veränderung der Lichteinstellung, sind wir halt hingegangen und haben gesagt, okay, das könnte funktionieren. Das ist, wie gesagt, die letzte Maßnahme, die man im Prinzip machen sollte, wenn vorher alles andere nicht funktioniert hat. Und Becken komplett dunkel gemacht, 3 Tage lang, über 3 Dunkelphasen habe ich das gemacht. 2 hat Olli gesagt, und da ich nachmittags, an dem einen Tag um 16 Uhr habe ich ja, glaube ich, angefangen habe einzufolieren, habe ich gesagt, komm, jetzt machen wir die 3. Dunkelphase auch noch mit. Und dann wär das Thema dann eigentlich durch. Ja, nach der 3. Dunkelphase habe ich das Ganze dann wieder ausgepackt, und das schauen wir uns dann jetzt auch nochmal kurz an. Nun Leute, nach knapp, ja, jetzt, heute ist der 2. Tag, abends um kurz vor 20 Uhr. Ich habe bisher noch nicht geguckt. Ich weiß nicht, wie es drinnen aussieht, und es wird jetzt erstmal die Folie entfernt. Das Hauptlicht bleibt noch aus. Wir haben jetzt nur das Umgebungslicht hier, was wirklich wenig und gering ist. Wir haben also nur die Nachtbeleuchtung, und dann schauen wir mal, was Phase ist. Ich mache erstmal die Platten auf. Hochverständlich. So, hier gibt es eine Frage vorab. Ich mache jetzt nur Licht auf Entfernung draus. Grundsätzlich sieht es nicht schlecht aus. Wir machen jetzt einen Schnitt und morgen dann mit Licht. Das Becken sah danach relativ normal aus, und am nächsten Tag habe ich dann angefangen, das Licht wieder anzufahren. Und da ist meiner Meinung nach auch wichtig, dass man halt nicht mit voller Leistung wieder drauf geht, weil das ist für die Korallen dann kontraproduktiv. Dann gehen die nämlich hin, und könnte sein, dass sie dann sagen, okay, ist uns zu viel Licht, wir schmeißen wieder unsere Zooxanthellen raus. Dann beginnt der Kreislauf wieder von vorne. Ich habe von den 40% oder 45% Leistung, die ich momentan fahre hier, tatsächlich bei 10% angefangen und habe jeden Tag so 5% mehr gegeben, sodass ich Ende der Woche dann wieder auf meine 45% gekommen bin. Und das hat funktioniert. Ihr seht, das Becken steht gut da. Ich fliege mal mit euch so ein bisschen durch.
Und tatsächlich, wir haben hier und da noch leichte braune Belege, aber nicht da, wo Licht ist. Das sind dann nämlich jetzt Algen, die sich dann auf den anderen Flächen breit gemacht haben. Sinn und Zweck der ganzen Sache war natürlich, die Dinos auszuhungern und durch die Zugabe von Nährstoffen und dem Nutrition C, also dem Kohlenstoff, die Flächen, wo die hier unten die Dinos dann im Prinzip drauf gesiedelt haben, mit Bakterien zu besetzen. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, das hat, lassen wir jetzt mal dahingestellt, und ob das so funktioniert hat, kann ich nicht überprüfen, weil ich weiß nur, dass die Dinos nicht mehr da sind. So, und diese Zugabe halt von den Nährstoffen oder dem Nährstoffkomplex NC und P hat halt da unterstützende Funktion gehabt. Hat funktioniert, habe ich mich wahnsinnig darüber gefreut, dass endlich wieder alles hier vernünftig aussieht, beziehungsweise auch, dass die Korallen danach tatsächlich wieder in Farbe gekommen sind. Wir haben zum Beispiel da hinten, ich gucke mal, ob ich noch ältere Aufnahmen finde, da hinten steht meine Miyagi, die war knatschbraun, da war überhaupt nichts mehr an Farbe drin. Die hatte vielleicht noch vorne so leichte Wachstumsspitzen in Lila, aber der Rest war komplett braun. Hier unten die Gomesi, die stand auch farblich nicht ganz so toll. Ich konnte hier unten meine Wunderkorallen nicht reinpacken, weil die Dinos im Endeffekt noch die hier und da Korallen angegriffen hatten. Ich hatte Schleim auf den Korallen und. Was ich dann ja fehlinterpretiert hatte, wo ich gedacht hatte, dass es Vibrio ist. Sah ähnlich aus, wie es in Anführungszeichen hier Spiderweb. Aber tatsächlich, bei den Korallen, die befallen waren, ist es im Endeffekt so gewesen, dass die halt von dem Schleim befallen waren, sahen nicht gut aus, aber waren nicht kaputt, wie es bei Vibrio eigentlich dann am nächsten Tag bei einigen der Fall ist. Und da lag dann die Problematik, wo ich gesagt habe, nee, das kann nicht sein. Ja, wer das Video von mir gesehen hat mit den Dinos, weiß, Auslöser im Endeffekt war dann der Benedikt, kam hier rein, guckte ins Becken, oh, Dinos. Ja. Und dann haben wir dann nochmal den Kampf dann für die Dinos aufgenommen. Das erstmal dazu. Ja, nach der ganzen Aktion musste das Becken natürlich auch erstmal wieder in die richtige, ich sag mal, Balance kommen. Ja, ich habe in der Zeit, wo halt das Becken komplett dicht gemacht war, musste ich natürlich KH, Calcium, Nährstoff etc. überwachen. Da war gut, dass ich dann dementsprechend hier mein System von Refactory habe, was zumindest schon mal Phosphat und KH gut im Auge hatte. Ich habe die entsprechende Dosierung angepasst, weil in der ersten Nacht, wenn es dunkel gemacht wird, dann puffert das Becken ja noch. So, wenn es dann aber am nächsten Tag aus dem Puffer nicht entnommen wird und man führt wieder weiter zu, dann geht der KH in die Höhe. So, da hat im Prinzip mein System hier sehr gut mitgemacht und sehr gut mitgearbeitet. Das hat mich da sehr gut unterstützt. Finde ich auch definitiv gut. Und das ist auch eine Sache, habe ich auch in dem Video nochmal separat erklärt, die wichtig ist. Jetzt ist es so, dass hier mein System die Biologie wieder so angefahren ist, wie sie im Endeffekt sollte. Und dann nehme ich euch mal mit hier aufs Gerät. Und dann schauen wir uns mal ganz kurz die allgemeinen, ja genau, bitte nicht stören, die allgemeinen Verläufe an, und so sieht es im Moment tatsächlich aus. Der pH ist tatsächlich hier und da ein bisschen weit unten, hat jetzt gerade damit zu tun, dass ich keinen Atemkalk dran habe, aber da kommen wir später dran, später zu. Wir haben jetzt hier, gehen wir mal in den Keeper rein und in die genauere Ansicht, tatsächlich eine pH-Schwankung, so einen Drop von circa 0,3, wie man es jetzt sieht, oder 0,34. Das liegt im Endeffekt daran, dass ich den Atemkalk mit rausgenommen habe, der das Ganze noch mit unterstützt hat. Zudem ist das Becken hier auch noch nicht hundertprozentig in der Balance. Es ist abgedeckt, das kommt auch noch dazu. Ja, also der Atemkalk muss definitiv wieder dran. Aber
Ich muss mal schauen, wie ich das im Endeffekt mit der Steuerung da realisiere. Da werde ich wahrscheinlich hingehen und werde mir noch einen Power-Switch von der Firma Refactory organisieren und dann die pH-Steuerung tatsächlich über Refactory realisieren. Weil der Tunzer Hub ist hier unten rausgegangen. Der ist jetzt oben am Jascha. Das wird jetzt mehr oder ist auf dem Weg der Aufrüstung. Da bin ich dabei. Da ist eine neue Lampe drüber gekommen für mehr Power. Da ist jetzt die pH-Messung von Tunze drin. Unter anderem dann auch die Lichtsteuerung für die Lampe läuft über den Tunze Hub und. Aber das ist ein anderes Video. Ja, dementsprechend muss ich hier jetzt schauen, dass ich nochmal den Atemkalk wieder mit dran packe, sehe ich. Weil ich gucke die Daten gerade live und ich denke, ach guck, jetzt sind wir tatsächlich unter 8 gefallen. Und das ist ja eigentlich eine Sache, die bisher nicht dran war. Also der Atemkalk muss wieder mit dran. Und wir schauen uns dann einfach mal die Verlaufsmessungen an. Nochmal ins Dashboard, aber nicht in die aktuellen Werte, sondern in die Übersicht. Und dann schauen wir hier mal, wo ist er denn? Das pH-Meter. Da. Und tatsächlich haben wir hier von gestern auf heute, ich vermute mal, ich war gestern nicht hier, und dass hier tatsächlich nicht so viel gelüftet wurde. Ah, es wurde nicht viel gelüftet wahrscheinlich, der Atemkalk ist ab und das Becken ist abgedeckt. Das sind alles so Faktoren, die gerade mit reinspielen und die können Sonnendrop dann dementsprechend dann trotz alledem noch wieder verursachen, obwohl ich hier die Balance-Methode einsetze. Wobei der Drop immer noch weniger ist als wie vorher ohne. Also das muss ich jetzt auch dazu sagen. Also tatsächlich hatte ich vorher, glaube ich, eine 0,4, 0,5. Und die Balance-Methode geht tatsächlich hin und ja, da sieht es definitiv besser aus. Ja, nach der ganzen Aktion, ich sag mal mit der Verdunklung, hat sich dann auch nachmittags, es kommt ja alles auf einmal, mein Keeper auf einmal aus dem Netz verabschiedet, so nach, seitdem er jetzt hier läuft, ist das erste Mal tatsächlich gewesen. Hat gesagt, er hat jetzt erstmal keine Lust mehr und setzt sich zurück auf Werkseinstellung. Da durfte ich das Ding komplett neu kalibrieren, einstellen und habe dann festgestellt, dass wir, und dann nehme ich euch auch nochmal wieder mit aufs Pad drauf, eine neue Oberfläche ja beim im Dashboard haben, beziehungsweise bei Refactory, wenn ich die Geräte direkt anklicke. Also sprich, wenn ich jetzt hier aufs Dashboard gehe und dann, nein, nicht aufs Dashboard, aufs Geräte. Sorry, mein Fehler. Auf die Geräte. Und gehe dann auf den Keeper. Dann kommen wir zu so einer Anzeige hier. Und ich habe dann beim Kalibrieren tatsächlich den Keeper über die alte Anzeige kalibriert. Da kommt man nämlich so hin. Wenn ich jetzt hier zurückgehe, gehe aufs Dashboard, genau, jetzt haben wir es richtig, und gehe dann vom Dashboard über die aktuellen Werte wieder auf die Geräte drauf, dann komme ich zur alten Ansicht. So, jetzt haben wir aber bei der neuen Ansicht eine Änderung drin, die wichtig ist. Und zwar gehen wir da wieder rein. Und zwar geht es sich um die Einstellung bzw. die Kalibrierung der Aquarienpumpe. Und da müssen wir jetzt wirklich drauf aufpassen. Reagenzpumpe, Aquarienpumpe. So, möchten Sie den Aquarienpumpe? Nein, möchte ich nicht. Beginnen Sie mit der Kalibrierung. So, und hier unten rechts haben wir jetzt dann dementsprechend das entsprechende Problem. Weil das Gerät ab sofort die Möglichkeit von dieser Oberfläche aus hat, zu sagen, ich kalibriere über Osmosewasser oder ich kalibriere über Salzwasser. So, das ist natürlich nachher beim Abwiegen ein Unterschied. Das Problem an der Sache ist, dass wenn ich das über die andere Oberfläche mache, diese Option nicht bekomme. Da ist Refactory dran, wurde mir gesagt. Ich habe es über die andere Oberfläche kalibriert und hatte dann auf einmal einen Korrekturwert von mehr als 2.
Also um auf meine 7,9 zu kommen, muss ich eine 9,4, war ich bei einer 9,4 oder so, 9,5. Musste halt mehr wie 2 eingeben und das macht schon einiges aus. Also solltet ihr ein ähnliches Problem haben, dass ihr einen zu hohen Korrekturwert habt, geht über die neue Oberfläche und stellt anstatt Osmose da unten Salzwasser ein und messt es dann ab. Dann rechnet der auch so, wie es im Endeffekt sein soll. Nein, nicht auf Achseinstellung zurück. Ja, dann sieht es im Endeffekt so aus. Und das ist eine Sache, ja, die ist mir halt aufgefallen. Die wurde auch mal wieder nicht kommuniziert. Refactory wusste, glaube ich, auch nicht wirklich selber, dass da noch die Problematik lag. Ich hatte mit dem Adrian gesprochen und, sorry, er meinte, ja, hast du denn Osmose oder Salzwasser? Ja, die habe ich überhaupt keine Möglichkeit einzustellen. Bis ich dann mal über die neue Oberfläche gegangen bin und habe gesehen, oh, ach guck, da haben sie was Neues eingebaut. Und halt in der alten Oberfläche ist diese Auswahl nicht möglich. So, aber im Hintergrund rechnet der mit Osmose. Von daher, da lag der Fehler. Ja, nicht direkt wieder der Typ vor dem Aquarium, aber doch, eigentlich vielleicht schon. Gut, das dazu.